Flaro TV, live aus Velbert hier vom Platz. Mal wieder mit Patrick Schneider. Ist wieder was vorgefallen. Heute kommen wir später nochmal zu. Wir wollen erstmal zum Spiel kommen. Erste Halbzeit habe ich ein sehr zerfahrenes Spiel gesehen. Sehr wenig lange Ballbesitzzeiten, mal so 3-4 Stationen war der Ball wieder weg. Sehr enger, also von der Breite her ist es nicht besonders gut hier. Die Länge geht eigentlich, finde ich, oder? Für so einen Kunstrasenplatz haben wir schon kleiner gesehen. Aber es war immer sehr eng rund um die Strafräume. Wir haben uns so ein bisschen selber neutralisiert. Es waren so zwei gleiche Systeme, so ein bisschen, die da aufeinander getroffen sind. Zweite Halbzeit konnte man sehen, nach dem frühen Tor war die Brust breit. Und da haben wir richtig gut gespielt, waren richtig gut im Spiel. Und dann kam wieder der Bruch durch den Elfmeter, den wir da kassiert haben. Danach haben wir irgendwie das Selbstvertrauen wieder so ein bisschen weg, ne? Ja, es war tatsächlich das Spiel, was wir erwartet haben. Ne? Auf Augenhöhe habe ich vor dem Spiel schon gesagt, dass uns da eine Mannschaft auf Augenhöhe begegnet. Und so war es dann auch. Es ist natürlich immer ärgerlich. Wir wollten heute hier gewinnen, den Dreier holen. Und wenn du dann 1-0 führst, dann willst du ihn natürlich auch mit nach Hause nehmen. Und ob die Elfmetersituation war... typische 50-50, wie ich finde. Also der trifft ihn klar, das hört man auch. Ich meine aber, dass er auch vorher abgehoben ist und den Elfmeter haben wollte. Trotz alledem, da darf man sich nicht drüber beschweren. Du hast schon recht, erste Halbzeit haben wir gerade nach vorne nicht den Mut gehabt, die Bälle auch mal festzumachen und dann in die nächste Tiefe zu spielen. Das wollten wir in der zweiten Halbzeit dann besser machen und es hat, glaube ich, auch funktioniert. Nach dem Treffer ergeben sich dann natürlich auch Räume. Ne? Velbert will dann mehr, gibt uns auch mehr, ein bisschen mehr Platz und dann siehst du schon, dass wir das auch bespielen können. Ist halt ärgerlich, dass wir dann trotz alledem nicht mehr zu klaren Torchancen kommen. Ne? Weil dann müssen wir eigentlich genau das auch nutzen, diese Räume und noch ein bisschen konzentrierter nach vorne reinspielen und die Box besetzen, weil ergab sich aus Umschaltsituationen schon noch die ein oder andere Möglichkeit. Deswegen bin ich enttäuscht, dass wir es heute nicht gewinnen konnten. Können, wenn wir noch einen Elfmeter gegen uns bekommen hätten, waren für mich zwei klar, die hätte geben müssen. Da hat er Gnade vor Recht walten lassen. Schiedsrichter war sowieso ein bisschen sehr seltsame Linie. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Ich habe es auch nicht so richtig gesehen. In dem Moment, als es losging, hat uns oben ein Kind den Strom aus dem Laptop gezogen. Und wir waren ein bisschen abgelenkt. Was ich noch gesehen habe, war, Maxi Funk musste irgendwie runter vom Platz und durfte nicht rauf. Hat ein bisschen diskutiert mit dem Linienrichter. Und plötzlich hat der Linienrichter gewunken. Und unser Trainer musste wieder vom Platz, wo er gerade wieder auf der Bank saß. Was ist denn da los gewesen? Ja, sehr kurios, weil Maxi Funk hatte eine Schürfwunde, die auch nicht geblutet hat. Also es war offen, natürlich, wie so ein Reibekuchen immer aussieht. Hatte eine Schürfwunde am Knie, das sollte aber dann behandelt werden. Und das bei Freistoß für den Gegner war schon irgendwo ein bisschen komisch. Und dann hat der Trainer das halt gesehen, dass es auch nicht offen blutet. Und hat wohl gesagt, wollen die mich veräppeln oder sowas in der Art. Und kurios war, dass der Assistent erst gesagt hat, komm mal raus und gib mal gelb zum Schiedsrichter in der Mitte und das dann aber nochmal geändert hat. Ja, als der Schiri auf dem Weg war, hat er uns erzählt, dass dieser Satz vom Trainer wohl klar rot sei und er ihn deswegen vom Platz stellen müsse. Und ganz ehrlich, wenn der Trainer das über das ganze Stadion schreit und die Schiedsrichter angeht in irgendeiner Form, aber wir waren heute sehr ruhig, ne, an der Seitenlinie. Es war nichts vorgefallen, es war keine Situation vorher und dann so zu entscheiden, das finde ich schon hart. Ne? Wenn er sagt, dass das, was er gesagt hat, ist dann rot, dann muss man das vielleicht auch geben, aber ich habe auch schon Schiedsrichter gesehen, die sowas mal überhören. Vor allen Dingen, wenn nichts vorher vorgefallen war. Also es war wirklich gar nichts vorher und das finde ich schade, weil ganz ehrlich, jetzt ist der Trainer natürlich der Wiederholungstäter und ich bin gespannt, was uns da für eine Strafe erwartet, weil und das aus so einer aus der ersten Situation heraus, wo der Trainer mit dem Schiedsrichterteam diskutiert, die wirklich diskutabel war, die Situation, finde ich das schon sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, das Veräppeln wird sich ein bisschen verschärfter angehört haben, wenn du sagst, sowas in der Art. Gut, muss man sich auch ein bisschen mehr im Griff haben oder findest du das wirklich so übertrieben?
man kommt ja schließlich auch gerade aus der Sperre. Natürlich, aber darüber will ich jetzt nicht urteilen, weil ich fand, es war am Ende des Tages war es zu hart. Einfach auch aus der Situation heraus war es einfach zu hart. So wie es dann vielleicht gefallen ist, kannst du rot geben. Also steht so im Regelbuch und dann kannst du es machen. Das ist ganz klar. Aber ob das in der Situation der Fall sein muss, es war ja auch nicht laut oder der Trainer steht wutschreiend vor ihm. Kann ich auch bestätigen. Wir haben beide ruhig auf dem Stuhl gesessen. So viel kann ich wohl bestätigen. Und dann kam Max halt raus. Wir wussten nicht, was ist los. Und er hat dann halt seine kleine Schürfwunde gezeigt. Und dann dachten wir auch, Gott, dafür jetzt in der Situation, wo der Gegner Ballbesitz hat, Freistoß glaube ich, kurz vorm 16er, dann den Innenverteidiger rauszuschicken. Und er durfte ja auch, als er dann behandelt wurde und die rote Karte wurde ja gezeigt und allem drum und dran, dann durfte er auch, da war die Behandlung ja schon durch. Und er durfte trotzdem nicht aufs Feld. Er hat gesagt, nee, warte du mal draußen, bis die nächste Aktion ist. Und da würde man sich manchmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen. Trotzdem, regeltechnisch war es wahrscheinlich richtig. Okay, lassen wir es mal dabei. Muss nachfragen, ist klar. Zweite Frage, die ich jetzt auch mal loswerden muss, ist, warum geht Pascal Weber immer vom Platz, wenn wir noch ein Tor schießen müssen? Ja, Kalli hat heute unheimlich viel gearbeitet und der kam dann später auch nicht mehr in die Zweikämpfe. Gerade auch defensiv haben wir dann ein bisschen zugelassen und Charles hat tatsächlich die letzten 3 Wochen richtig gut trainiert, ne? Und hatte auch gegen FSV die Chance, wo er sich hätte belohnen können. Und wir haben einfach gehofft, dass er nochmal die Aktion hat vom Tor und dann vielleicht auch den Siegtreffer macht mit einem frischen Stürmer. Das war natürlich der Zeitpunkt, wo wir noch 1-0 geführt haben und dann kam direkt der Elfmeter, hatte ich Charlie auch gerade zur Seitenlinie bestellt. So, und dann haben wir es trotzdem durchgeführt, diesen Wechsel. Das ist das Einzige. Also wir hatten das Gefühl, dass Kalli nicht mehr so viel Luft hat und auch defensiv da ein paar Räume offen gelassen hat und wir einfach einen frischen Stürmer bringen wollen. Kommen wir mal noch zu etwas positiven Sachen. Also ich habe insgesamt wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen. Man kann heute nicht sagen, dass irgendjemand rausgestochen hätte. Leverkusen vielleicht wieder mit enormem Kampfgeist, hatte sehr wenig Raum heute, kam schlecht durch. Ansonsten habe ich aber wirklich in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch viel gesehen, dass jeder dem anderen hilft. Also in der Mannschaft scheint es ja schon zu leben und die bemühen sich auch extrem. Wir haben aber auch, muss man viel sagen, in vielen Situationen momentan auch das Spielglück nicht da. Dann fällt der Ball mal nicht vor die Füße, sondern dem Torwart in die Arme und das war heute auch sehr häufig der Fall. Sehr gut gefallen hat mir auf der linken Seite unser morgiger Gast beim Fan-Talk, Daniel Francis. Kleines Kampfschwein auf der linken Seite. War heute sehr beschäftigt, hat er gut gemacht. Ja, finde ich auch. Super Startelf-Debüt von ihm. Man muss auch sagen, dass er die letzten Wochen auch immer mehr reingekommen ist. Und auch die Mannschaft, die hat auch den eigenen Anspruch, den Fans zu zeigen, wir sind mehr als das, was wir jetzt gezeigt haben und wir wollen das Ding auch drehen. Ne? Zumindest wollen wir allen zeigen, dass wir Charakter in der Truppe haben und uns auch als Mannschaft weiterentwickeln. Das ist das, was wir machen wollen. Bei allen Zielen, die wir haben, müssen wir weiter die Mannschaft entwickeln und weiter zusammenwachsen und das kann nicht aufhören, nur weil wir unsere ergebnistechnisch nicht da sind, wo wir stehen wollen. Und ich fand auch, das war heute, letzte Woche haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht, weil wir nicht ins offene Messer gelaufen sind und dann am Ende noch genetzt haben und das Tor gemacht haben. Und heute war die Frage, schaffen wir das dann auch gegen einen starken Gegner, der mit uns da oben steht, ne, und auf Augenhöhe agiert. Und das haben wir gezeigt. Trotzdem, ganz ehrlich, wollten wir das Spiel gewinnen und das nervt, dass wir es nicht geschafft haben. Okay, lassen wir so stehen. Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Danke, gerne.